Fitness mit Marc, Folge 288. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Im Garten zu grillen gehört zu seinen Lieblingstätigkeiten. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Solltest du dich jeden Tag wiegen? Wie geht's dir? Steigst du auch jeden Morgen auf die Waage? Die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, sich jeden Tag zu wiegen, die ist selbst unter uns Fitnesscoaches umstritten. Aber wenn du es richtig machst, dann kann dieses tägliche Wiegen sinnvoll sein. Und es kann dir auch Rückenwind geben beim Abnehmen, aber auch wenn du Muskeln aufbauen willst. Und darum geht's heute. Bis gleich. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist? Auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, FMM wie Fitness mit Marc und dann buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten 6 Monate zum halben Preis 4,95 pro Monat. Heute geht es um die Frage, ob du dich jeden Tag wiegen solltest. Konkret, was sind eigentlich Vorteile des täglichen Wiegens und wo liegen die Nachteile und Gefahren des Ganzen? Und ich gebe dir noch ein paar Tipps mit, noch ein paar Mindset-Tipps. Das ist nämlich beim Wiegen ganz wichtig, wie du Frieden mit deiner Waage schließen kannst und dein Gewicht richtig misst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ziemlicher Serien-Junkie und vielleicht kennst du die Amazon Prime-Serie The Marvelous Miss Maisel. Coole Serie, die Hauptdarstellerin heißt Mitch Maisel und die hat eine ziemlich schräge Tagesroutine. Die misst nämlich jeden Tag die Umfänge ihres Bauches, der Hüfte, der Oberschenkel und der Waden. Jeden einzelnen Tag. Und wenn du mich fragst, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Aber klar, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann ist das eine gute Idee, wenn du auch deine Körperumfänge misst. Nicht jeden Tag, aber das kann man ruhig mal so alle 2 Wochen machen. Und heute geht es nicht um die Körperumfänge, da haben wir eine andere Folge. Es geht um das tägliche Wiegen. Wenn du Fett abbauen willst, dann kann es sinnvoll sein, dass du dich jeden Tag auch wiegst. Die Betonung liegt auf kann. Denn wenn du mich fragst, ich mache das meistens nicht jeden Tag. Es gibt Phasen, wo ich das mache, wo ich vielleicht auch ein paar Mal die Woche raufsteige. Aber was ich seit Ewigkeiten tue, ist, dass ich mich einmal pro Woche wiege. Und ich mache nicht nur das, ich ermittle danach auch meinen Körperfettanteil und zwar mit Kaliperzange. Das ist so ein wöchentliches Ritual. Ich trage das einmal die Woche in meinen Excel-Sheet ein. Und das empfehle ich auch meinen Klienten, egal ob sie Fett abbauen oder Muskeln aufbauen wollen. Denn das Gesetz ist ja, was du misst, das kontrollierst du auch. Und darum geht es ja in der Veränderung. Übrigens wird dieser Spruch, was du misst, das kontrollierst du, wird dem Ökonomen Peter Drucker zugeschrieben. So ein Spruch, what gets measured, gets managed. Wer aus dem Projektmanagement kommt, der kennt diesen Spruch. Aber das Prinzip, das lässt sich auf jede Art der Veränderung übertragen und auf jedes Projekt eigentlich sogar auch unsere körperliche Veränderung. Und wenn du Ziele erreichen willst, dann brauchst du ein Feedback-System.
Also etwas, an dem du festmachen kannst, ob du deinem Ziel überhaupt näher kommst oder etwa nicht. Und wenn du Fett abbauen willst, dann solltest du deinen Körperbau verfolgen. Also Körperfettanteil und Körpergewicht. Und ich tracke beides in der besagten Excel-Tabelle. Ich vermute mal, meine Excel-Präferenz, die hat mit meinem früheren Job zu tun. Ich war eben Projektmanager und ich kann halt mit Excel gut umgehen, aber du musst nicht Excel können. Ja, du kannst das auch entweder auf dem Zettel aufschreiben oder du verwendest so eine moderne Digitalwaage, wie zum Beispiel die Body Plus von Withings. Ich habe die sogar noch die etwas größere, die Body Cardio von Withings. Die braucht man aber eigentlich nicht. Ich habe mir die, weil ich eben Spaß an Technik habe, mal geholt. Die ist aber noch teurer. Die Body Plus kostet irgendwie, glaube ich, 70, 80 Euro. Das ist so eine WLAN-Waage und die nimmt dir diese ganze Schreibarbeit ab. Protokolliert deine Gewichtsmessung für dich und bereitet sie dann in einer eigenen App auch noch grafisch für dich auf. Das ist ziemlich cool. Und zwar aus dem Grund, dass du einfach nur auf die Waage gehen musst und dieser Auswertungs- und Erfassungsaufwand, den macht die Waage für dich. Du hüpfst einmal kurz drauf, fertig. Minimaler Zeitaufwand. Es gibt aber einen weiteren Faktor, der hier wichtig ist und der könnte für einige von uns eine gravierende Rolle spielen. Man kann sich nämlich mit dem richtigen Mindset wiegen oder eben mit dem falschen Mindset. Es gibt so viele Menschen da draußen, die die Kontrolle über ihre Gefühle an ihre Waage abgeben. Und das sieht dann so aus, wenn sie heute mehr als gestern wiegen, dann ist der Tag gelaufen. Aber wenn das Gewicht nach unten geht, dann sind sie gut drauf. Und Menschen, die Muskeln aufbauen wollen, das dann häufig umgekehrt. Das Gewicht geht nach unten, die sagen, nein, ich mache keine Fortschritte. Gewicht geht nach oben. Jawohl, Muskeln aufgebaut. Das ist keine gute Idee, denn das Körpergewicht ist, wenn du es von heute auf morgen misst, wie das Wetter hier bei uns in Hamburg, sehr wechselhaft. Und das ist völlig normal, denn dein Gewicht wird von Tag zu Tag schwanken in beide Richtungen. Das ist normal. Wenn du dich also jeden Tag wiegst, dann wirst du unabhängig davon, ob du Fortschritte machst oder nicht, unabhängig davon, ob du abnimmst oder nicht, wirst du Fluktuationen in beide Richtungen feststellen. Vielleicht sind es nur ein paar hundert Gramm Abweichung zu gestern. Es kann aber auch sein, dass es ein paar Kilos sind. Und das ist normal. Und wenn du ein Beispiel haben willst, und ich lege hier die Karten auf den Tisch, du siehst in den Shownotes, das kann ich jetzt schwer auditiv darstellen, aber das ist eine Grafik von der Entwicklung meines Körpergewichts in den letzten Monaten. Und da siehst du sehr schön, das Ganze sieht aus wie so ein Geigerzähler. Das ist eine Ausgleichsgrade zwischendrin, also so ein Mittelwert, aber es schwankt sehr stark um diesen Mittelwert herum. Und du siehst da sehr schön an der senkrechten Achse, dass es sich tatsächlich um mehrere Kilo von einer Messung auf die andere handeln kann. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie kommt das denn eigentlich, dass ich, wenn ich heute auf die Waage gehe und das letzte Mal gestern, wie dann das Gewicht so stark schwanken kann? Dafür gibt's mehrere Gründe. Eins solltest du immer im Hinterkopf haben. Wenn dein Gewicht sich sprunghaft von heute auf morgen verändert, dann liegt das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an Körperfett. Vor allem eben dann nicht, wenn du dich jeden Tag wiegst. Dein Körper wird in 48 Stunden keine 1-2 Kilo Fett einlagern. Das ist nicht möglich und es geht auch nicht umgekehrt. Du kannst nicht von einem Tag auf den nächsten 1-2 Kilo Fett abnehmen und auch nicht von einem Tag auf den übernächsten. Passiert einfach nicht. Es sei denn, du schneidest dir ein Stück von deinem Bein ab oder so. Scherz beiseite, das passiert einfach nicht und ebenso wenig wirst du auch 1-2 Kilo Muskeln aufbauen oder abbauen in 1-2 Tagen. Hier ist ein Tipp, den wir unseren Klienten im Coaching ganz gern mitgeben. Einfach um vom Mindset hier richtig ranzugehen. Wenn dein Gewicht von einer Messung auf die nächste abfällt, dann solltest du nicht zu euphorisch sein, aber du solltest auch entspannt bleiben, wenn das Gewicht von einer Messung auf die nächste ansteigt und du eigentlich Fett abbauen willst. Diese größeren Schwankungen, die sind meist auf den Wasserhaushalt deines Körpers zurückzuführen oder auf eine ballaststoffreiche Mahlzeit, die sich gerade auf ihrer Reise durch deinen Körper befindet. Und diese Gedanken solltest du immer im Hinterkopf behalten. Wenn du die im Hinterkopf hast, dann kann es sinnvoll sein, sich jeden Tag zu wiegen. Und das ist der Vorteil an dieser Gewohnheit. Es ist eine stabile Gewohnheit, die du aufbaust und an der du automatisch dranbleibst. Außerdem wirst du irgendwann feststellen und auch akzeptieren, zumindest geht es sehr vielen so, die das jeden Tag machen, dass diese Schwankungen völlig normal sind. Du siehst das jeden Tag, du siehst, da geht die Welt nicht unter und es schwankt und am übernächsten Tag ist die Waage wieder
in die andere Richtung unterwegs. Der Zeiger auf der Waage. Wie setzt du das praktisch sinnvoll um, diese Gewohnheit, sich jeden Tag zu wiegen? Hier sind drei praktische Tipps fürs tägliche Wiegen. Erstens, du solltest jeden Tag möglichst zur gleichen Uhrzeit auf die Waage gehen. Möglichst gleiche Rahmenbedingungen herstellen. Zweitens, protokolliere dein Gewicht. Schreib's auf. Oder wenn dir dieser Schreibkram zu aufwendig ist, verwende so eine WLAN-Waage wie die Body Plus von Withings. Gibt's auch andere Hersteller. Die nimmt dir das Protokollieren ab und du kannst das Ganze, wenn du zwischendurch mal raufgucken willst, auf einer App kontrollieren oder über ein Webinterface. Und Tipp Nummer 3, wenn du das selbst aufschreibst, diese WLAN-Wagen, die tragen dir dann meistens einen Graph aus, das ist dann der Mittelwert. Wenn du das selbst machst, dann empfehle ich dir, betrachte innerhalb von einer Woche immer nur das niedrigste Gewicht. Du akzeptierst, dass dein Körpergewicht im Verlauf von 7 Tagen so sehr schwankt wie der deutsche Aktienindex, das ist normal. Und dann vergleichst du den niedrigsten Wert der letzten Woche mit dem niedrigsten Wert dieser Woche. Und das ist alles. Du nimmst also in einer Woche immer nur jeweils das Minimum. Wer sich also unter der Woche eher gesund ernährt, also hauptsächlich das isst, was ihn seinem Ziel näher bringt und am Wochenende vielleicht mal 5 gerade sein lässt, der wiegt meistens am Montag etwas mehr und ist am Freitag tendenziell ein bisschen leichter. Das muss noch nicht mal auf Fett zurückzuführen sein, sondern zum Beispiel kann das auch mit der Kohlenhydratmenge zusammenhängen. Mehr Kohlenhydrate, die in Muskeln eingespeichert werden, bedeuten auch mehr Wassereinlagerung und dadurch eben mehr Gewicht. In solchen Fällen wäre der Freitag ein guter Vergleichstag. Aber das muss eben nicht der Freitag sein. Jeder niedrigere Wert, egal an welchem Tag, gegenüber der Vorwoche, signalisiert dir, dass dein Abnehmvorhaben funktioniert. Noch was ist wichtig, in den seltensten Fällen wird dein Körpergewicht mehrere Wochen am Stück sinken oder in die Richtung gehen. Wenn du zunehmen willst, dann wird es in den seltensten Fällen mehrere Wochen am Stück nach oben gehen. Und auch das ist normal. Solche Plateaus sind nichts Ungewöhnliches, weder beim Abnehmen noch beim Zunehmen. Vor allem dann, wenn du deinem Zielgewicht nahe kommst. Das gilt vielleicht sogar noch mehr beim Abnehmen. Am besten stresst du dich nicht allzu sehr, wenn du auf so einem Plateau landest. Plateau heißt in meiner Welt 2 Wochen Stillstand. Wenn du von einer Woche auf die nächste mal einen Stillstand hast, ist das noch kein Plateau. Und ich möchte dir noch so einen Mindset-Trick mitgeben, denn mit der richtigen Einstellung fühlt sich das tägliche oder auch das regelmäßige Wiegen eher wie so ein Spiel an. Nehmen wir mal an, du hättest letzten Dienstag 87 Kilo auf die Waage gebracht. Ich nehme jetzt einfach mal mein Gewicht als Beispiel. Und dann versuchst du nächsten Montag oder Dienstag ein halbes Kilo weniger zu wiegen. Also 86,5 Kilo, wenn du abnehmen willst. Und so ein realistisches Teilziel, das pusht dich in der Regel dazu, jeden Tag ein bisschen was zu tun für dein Ziel. Jeden Tag so ein bisschen dran zu bleiben. Und vielleicht nimmst du dir dann die Zeit, deine Mahlzeiten bewusst zu planen, bewusst einkaufen zu gehen, gute Dinge für dich einzukaufen, ziehst dein Workout durch, tust dir gut und gehst auch am Tag deine 10.000 Schritte. Vielleicht hast du ja sogar bei der Challenge letztens mitgemacht. Und dann stellst du irgendwann fest, du wirst schlanker. Und zwar ein 250 Gramm Butterpäckchen zur Zeit. Ja, das klingt erstmal nach nicht so viel, ein Viertel Kilo. Auf der Waage sieht man das fast gar nicht. Viele Waagen sind noch nicht mal so genau, dass man das sieht. Aber 250 Gramm, das ist ein Butterpäckchen. Das ist eine ganz schöne Menge, wenn du dir vorstellst, das war vorher an deinem Körper und jetzt ist das halt weggeschmolzen. Umgekehrt solltest du auch ehrlich zu dir sein. Denn jeder kann behaupten, in wenigen Tagen 3 Kilo abgenommen zu haben. Und Frauenzeitschriften werben gerne mit solchen Diäten. Das Problem ist, dass es bei solchen Crash-Diäten, wo dann gesagt wird, hey, hier innerhalb von 5 Tagen so viele Kilo abgenommen. Ja, auf der Waage sind es dann auch so viele Kilo, aber es handelt sich dabei nicht um Fett. Es kann sich gar nicht um Fett handeln. Meistens sind das andere Dinge, Wasser, Ballaststoffe und hoffentlich keine Muskelmasse. Denn wer glaubt, in 5 Tagen ein paar Kilo Fett abbauen zu können, der macht sich was vor. Der Vorteil ist, dass du, sobald du akzeptierst, dass das nur Marketingmärchen sind, auch ein entspannteres Verhältnis zum eigenen Körpergewicht entwickelst. Und
du bleibst realistisch. Du bekommst ein gutes Bild von deinem Fortschritt, wenn du die Mindestwerte der letzten beiden Wochen miteinander vergleichst. Und das hilft vor allem dann, wenn du über 4 oder mehr Wochen jeden Tag Körpergewicht misst, dich jeden Tag wiegst und einmal die Woche auch deinen Körperfettanteil misst. Und das bringt mich zum Ende für heute. Wenn du willst, dass dein Körperbau sich verändert, dann solltest du ihn messen. Dann brauchst du ein Feedback-System. Und dazu gehört eben auch dieses regelmäßige Messen. Und die zwei Werte, die du wenigstens einmal pro Woche monitoren solltest, sind erstens dein Körpergewicht und das zweite ist dein Körperfettanteil. Heute ging es ums Körpergewicht. Körperfettanteil ist auch ein extrem wichtiger Wert, den solltest du nicht außen vor lassen. Und ich habe dir zu beiden Themen auch nochmal weiterführende Tutorials in den Shownotes verlinkt. Wenn du da also ein paar Minuten Zeit hast, nimm dir die Zeit, geh nochmal in die Shownotes, geh auf diese Links, vor allen Dingen zum Thema Körperfettanteil, denn das ist ein ganz wichtiger Wert. Und keine Sorge, mit etwas Übung ist der Zeitaufwand minimal für diese Messung. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren einmal die Woche und ich brauche maximal mit inklusive Eintragung in meinen Excel 3 Minuten pro Woche. Das bringt mich zurück zur Eingangsfrage, ist es überhaupt sinnvoll, sich jeden Tag zu wiegen? Ich bin der Meinung, ja, das kann sinnvoll sein und zwar genau dann, wenn du erstens Fett abbauen willst, zweitens den Gedanken loslässt, dass die Zahl auf der Waage gleichzusetzen ist mit deinem Körperfett und drittens auf Trends achtest. Also nicht auf die einzelnen Werte, sondern auf Trends. Und die bekommst du zum Beispiel mit, wenn du eben dein Mindestgewicht vergleichst. Also einen Messwert der einen Woche mit einem Messwert der anderen Woche. Und dieser Mindset ist wichtig. Schließlich willst du dich ja mit dieser Veränderung nicht stressen, sondern das Ganze sehen wie ein Spiel. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark-Hörer. Du bekommst die Audible-Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für 1, 2 oder 3 Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark-Hörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. FMM wie Fitness mit Mark und dann buch.de. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.